Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 56 von Let's Survive Minecraft. Ich habe wieder Hunger. Dann essen wir uns doch mal ein Brot. Ich überlege, was wir machen sollen. Aber für all das, was ich mir überlege, brauchen wir tatsächlich ganz viel Stein. Und deswegen werde ich mich jetzt auf eine Tour in die Höhlen vorbereiten. So. Und zwar, ich baue mir neue Werkzeuge und neue Waffen, ganz ehrlich. Fürs Schwert. 1, 2, 3. So, und zwar brauche ich jetzt noch Holzprodukte, das war da. So, ich wollte ein Schwert basteln. Ich wollte 1, 2, 3, 4 davon basteln und 1 davon basteln. Und mit dieser Ausrüstung gehen wir jetzt wieder in unsere Höhle. Schön, dass ihr dabei seid. Wenn euch unsere Videos gefallen, dann lasst doch bitte ein Like und ein Abo da. Das Abo, das ist kostenlos. Und ihr werdet immer über die neuesten Videos informiert. Ich habe es schon mal gesagt, ihr stört mich hier im Eingang. Ihr solltet da rausgehen. Genau, könnt ihr einfach unter dem Video machen oder am Ende des Videos wird der Button oben rechts im Video eingeblendet und teilt unsere Videos doch auch gerne, sagt euren Freunden Bescheid, was für einen geilen Kanal wir hier haben. Vielleicht ist es auch bald mal Zeit, in den Nether zu gehen, wenn ich das hier so sehe. Wir müssen aber dafür noch genügend Diamanten finden, als das oder so, dass wir dann entsprechend genau hier. Gott, was habe ich denn hier veranstaltet? Naja, gut. 1, 2. Ach, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich, wo wir da waren und was da gewesen ist. Ah, seht ihr, da haben wir wieder ein bisschen Kohle. Ich überlege gerade, ob es nicht auch eigentlich irgendwie sinnig wäre, einen Zugang von unter dem Haus hier zu diesem Minensystem zu schaffen, damit ich nicht immer da über die Brücke muss. Auf der anderen Seite haben wir extra ja die Brücke gebaut, um in diesen Berg reinzukommen. Und das wäre sehr schade, wenn wir sie dann natürlich nicht mehr benutzen würden. Ne? Tja, ich weiß gar nicht, was da jetzt der richtige Weg wäre. Was denkt ihr? Dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Damit wir Bescheid wissen oder ich Bescheid weiß, was da der richtige Weg gewesen wäre oder wie auch immer. Soll ich einen unterirdischen Zugang bauen? 1, 2, 3, 4. Oh, hier haben wir aber ordentlich Kohle. Na gut, wenn wir eins in Minecraft mittlerweile finden können, dann ist das ja Kohle, ne? Also davor können wir uns ja auch gar nicht mehr retten im Moment. Früher war das ja anders. Früher, aber das erzähle ich ja wirklich schon die ganze Zeit. Früher hat man Kohle nicht so häufig gefunden wie jetzt. Und man hatte immer irgendwie Kohle, klar. Man hatte immer auch, ja, so gerade genug Kohle, ne? Aber wenn man mal was Größeres hatte, wo man ein größeres Projekt bauen wollte, ganz viel Cobblestone zum Beispiel zu Stein schmelzen wollte, um da Cleanstone rauszumachen, dann war das immer eine Sache. Da musste man immer Kohle organisieren. Irgendwie, ne? Hat man dann teilweise, ist man dann einfach in den Untergrund gegangen und hat Kohle gefarmt. Erstmal, bevor man dann Stein farmt, oder parallel hat man ja auch Stein gefarmt, ne? Aber bevor man das dann quasi so alles richtig angehen konnte, das war ein etwas längerer Prozess, als das jetzt heutzutage ist. Und ja, es gefällt mir ein bisschen besser, dass das jetzt so ist. Eine Kohle ist ja doch durchaus ein Rohstoff, den man da brauchen kann. So, wir graben uns hier einfach mal weiter vor. Eisen, hervorragend. Da setzen wir nochmal ein paar Fackeln und zwar 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Zack. Hm.
Ja, es wäre ja schön, wenn wir zumindest das Eisen, was wir hier verbraucht haben, auch rausholen können. Also 12, insgesamt 15 Eisen wiederbekommen würden. So, da waren wir schon. Oh. 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2. Ah, da müssen wir noch einen weitergehen quasi. Oh, Redstone haben wir auch. Haben wir eigentlich schon Redstone gefunden? Ja, ich denke schon. Der Redstone findet man ja auch. Wobei, früher war auch Redstone häufiger, habe ich das Gefühl. Hat man das eigentlich mittlerweile, also hat man das so angepasst, dass das jetzt nicht mehr so krass viel ist? Weil früher konnte man sich ja vor Redstone nicht mehr retten, ne? Da war ja Kohle nicht so viel, aber Redstone, das war, boah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Naja, gut. Am Ende, was braucht man halt mehr? Man braucht halt auch mehr Kohle als Redstone. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich ein super Redstone-Freak ist und da die ganzen Techniken verstanden hat, da blicke ich noch nicht so ganz hinter. Wobei das eigentlich schon eine ganz coole Sache ist. Also Redstone-Technik und so, das ist schon, das hat schon was, ne? Das muss man halt auch wirklich neidlos anerkennen, den Leuten, die das wirklich können. Ich kann es leider nicht. Aber gut, das ist ja auch nicht schlimm. Jeder hat da ja so seine... im Prinzip seine Spezialitäten. Meine Spezialität ist eigentlich tatsächlich, unterirdische Minen bauen. Ich denke, ihr werdet das schon festgestellt haben. So, 1, 2, 3, 4, dann kommt hier noch eine Fackel hin. Sind wir jetzt mittlerweile bei Zwischenraum Nummer 6. Wir hatten ja immer irgendwie 10 Zwischenräume und der 11., der war dann wieder so ein 1, 2, 3 und jetzt bauen wir uns hier Nummer 4 hin. So. Zack. Die Spitzhacke nehmen wir uns doch mal. So, 8 Eisen haben wir bisher. Davon haben wir gebraucht jetzt 3. Das heißt, wir haben auf jeden Fall aktuell noch eine Spitzhacke sozusagen frei, die wir abarbeiten können, ohne dass wir hier einen großartigen Materialverlust haben. Sowas ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Mal wirtschaftlich denken. Das ist wie in der Medizin, da wird auch immer wirtschaftlich gedacht. Und das ist nicht gut. Ja, gut, aber das ist ein leidiges Thema, ne? Da möchte ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Das triggert mich auch sehr, dieses Thema, und das ist nicht schön, ne? Und das muss nicht sein, da habe ich auch schon sehr, sehr viele, auch im privaten Bereich, Diskussionspunkte. Und das ist nicht schön, muss ich ganz ehrlich gestehen. Mich stört das auch selber, dass mich das so triggert. Aber es ist halt einfach, wenn man in diesem Bereich arbeitet, in dem Gesundheitswesen arbeitet, dann triggert einen das natürlich auch mal ganz schnell, ne? Weil die Dinge, die halt falsch laufen, die werden halt zulasten von den Leuten, die halt in der Medizin Ausbildungsberuf erreicht haben. Fallen die halt, denen fallen das, den oder denen wird das zu Last, nicht zu Last gelegt, aber denen fällt das zu Last. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Und vor allen Dingen aber auch, und das ist das wirklich Schlimme und das wirklich Schreckliche dem Patienten, ne? Und das ist halt was nicht sein muss. Aber gut, da wird sich ja hoffentlich irgendwann auch mal was ändern. Vielleicht machen wir da einfach auch mal eine Special-Folge zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nicht in diesem Let's Play, vielleicht in einem anderen Let's Play. Wir werden einfach mal sehen, was da so die Zukunft und die Zeit bringt. Und ich bin einfach mal gespannt, was sich da auch entwickelt. Ne? Medizin ist ja auch immer etwas, was sich entwickelt. Man sieht es ja jüngst jetzt an der Corona-Pandemie und den Corona-Erkrankungen und jetzt auch an der Mutation des Coronavirus, ne, diesem der neuen Mutation quasi. So. Das war's, nichts. Zack, so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Und jetzt sind wir quasi hier. Kommt noch der und dann kommt schon unser, ne, so, zack, zack, so,
und dann kommt jetzt unser 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So war es doch groß, oder? Ich meine schon. So, das müssen wir noch alles ausheben hier, dieses Räumchen. Damit wir zumindest ein bisschen dem System folgen, was ich einmal eingeführt habe. Da bin ich eigentlich immer ganz happy, wenn das dann funktioniert. Bei Lars hat es ja tatsächlich schon teilweise funktioniert. Lars hat sich das teilweise angewöhnt. Noch nicht vollständig. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Arbeit leisten, aber auch das wird sich bald geben. Lars ist jetzt aber auch erstmal, denke ich, anderweitig beschäftigt. Warum und wieso, das wird er euch bestimmt an gegebener Stelle auch selbst erzählen. Das ist eine freudige Nachricht und das, ja, das möchte ich euch nicht erzählen. Das darf ich euch auch gar nicht erzählen, sondern das steht mir nicht zu. Das muss der Lars machen. Genau. So. So. Da ist noch ein bisschen Kohle, das ist hervorragend. Ja, und so langsam kommen wir in den Bereich, wo wir fast wieder einen Materialverlust haben. Was heißt fast wieder ein Material? Wo wir fast einen Materialverlust haben. Und zwar im Rahmen dessen, dass wir jetzt schon Spitzhacke 3 haben. So, erstmal hier das hier nochmal wegschlawinern. Da können wir hier schon mal quasi so. Das hier müssen wir eh. Ne? So, 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 so. Oh, da ist noch mehr. So, so, so. Da kommt da auf jeden Fall eine Fackel hin. Den Redstone nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Den Gravel auch. Zack. Nicht, dass wir jetzt, wenn wir da runter gucken, nicht, dass da dann irgendwie, ah, guck mal, Lava ist oder so. Komm, den Redstone. Oh, was sind wir hier auf der Redstone-Ader oder auf eine Rohstoffader getroffen, habe ich das Gefühl. Den Granit, den stecken wir da doch nochmal rein. So. Zack, 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 zack. So. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, weil wir haben da ja noch in den unteren Bereichen auch Kohle liegen. Warum baue ich die denn zu? Das war nicht so schlau, Henrik. Naja, gut. Auch das kennen wir ja schon von mir in diesen Let's Plays. So. Dann die Kohle hier noch abbauen. Zack, zack. Das passt alles. So, dann machen wir das hier noch schick. Das machen wir noch schick auf jeden Fall hier. Ich werde in dieser Folge auf jeden Fall das hier fertig basteln. Also diesen Raum hier fertig basteln mit den Seitenabgängen. Dann wird die Folge jetzt halt mal 2 Minuten länger. Mein Gott, das müsst ihr jetzt aushalten. Aber dafür schaut ihr die Videos ja auch eigentlich, ne? Ihr wollt das ja sehen. Ihr habt es euch ja ausgesucht. Könnt ihr auch wegklicken. Könnt ihr auch sagen, nee, so lange möchte ich dem nicht zugucken und nicht zuhören. Darauf habe ich keine Lust. Aber das finde ich schade. Das wäre ja nicht das, weswegen wir das machen. Ne? Das ist ja, damit ihr Spaß dran habt, damit ihr dabei bleibt, damit ihr uns gerne zuschaut und zuhört. Demnächst wird es dann auch wieder Multiplayer-Let's Plays in Minecraft geben, wenn der Lars dann mehr Zeit hat. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn wir da wieder aufnehmen können. Denn alleine machen Videos ja schon Spaß, ne? Aber mit Lars zusammen, das ist schon wesentlich schöner. Genau. Aber wie gesagt, im Moment ist der Lars da tatsächlich auf persönlicher Ebene ein bisschen beschäftigt und ich freue mich sehr darüber, dass er das ist. Ja. Wir sind gleich am Ende dieser Folge und wenn wir jetzt rausgehen, dürfte es Nacht sein. Wir kennen das ja. Jedes Mal, wenn wir hier rauskommen, ist Nacht. Und jedes Mal hoffen wir, dass wir nicht von Monstern gefressen, erschlagen, getötet oder sonst was werden. Aber das sieht so aus, als würden wir hier ganz gut durchkommen. Zack, das haben wir wirklich gut gemacht. Ja, komm, das brennen wir jetzt einfach so.
Das ist jetzt auch nicht so dramatisch schlimm. Granit haben wir ordentlich gesammelt, krass. Kies haben wir ein bisschen gesammelt, Erde haben wir ein bisschen gesammelt. Waffenwerkzeug, Redstone. Redstone haben wir offenkundig doch auch. Feuerstein war hier hinten. Dann haben wir hier Tierprodukte, Tierprodukt, Tierprodukt, Tierprodukt. Das packen wir jetzt einfach mal da rein. Das ist nicht so dramatisch, wenn das quasi jetzt ja, offen liegt da drin. Und dann packen wir noch das Brot weg. Dann haben wir unser Inventar leer. Und dann würde ich die Aufnahmesession für heute auch beenden und die Folge beenden. Und ich wünsche euch viel Spaß in den kommenden Tagen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Das mit dem Abo, das funktioniert wie immer ganz, ganz einfach über den Button, der jetzt oben rechts im Video eingeblendet wird. Und wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann drückt einfach auf den Button, der jetzt unten rechts eingeblendet wird. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Survive Minecraft. Ciao, ciao.